Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute wieder die europäische Einlagensicherung unter verschiedensten Aspekten. Aber lassen Sie mich eins vorweg sagen. Ich habe noch nie einen Redebeitrag in diesem Haus gehört, wo das Wort ökonomische Vernunft so oft vorkam und dabei gar nicht von selber geprägt war. Aber das war ein absolutes Kunststück, dieses hier so fortzuführen. Letztendlich ist man der Meinung, Finanzmärkte sind ein nationales, regionales Thema, dem man ohne entsprechende am besten in den Länderparlamenten begegnen sollte. Da brauche ich gar nicht über die Zukunft Europas reden. Einer der Vorredner hat ja die internationale Finanzkrise angesprochen. Ich denke, Deutschland hat hier hervorragend reagiert, Europa hat hier reagiert, auch mit entsprechenden Konsequenzen daraus. Aber meine Damen und Herren, hier so zu tun, als wenn man durch Nichtstun die Finanzmärkte international beiseite schieben könnte und die Auswirkungen selbiger auf Deutschland und Europa damit negieren könnte, gehen Sie in Ihr Schneckenhaus zurück, machen Sie dort Politik. Und die Krönung ist ja dann auch auf diese Zwischenintervention des Kollegen, der jetzt wieder die Flucht ergriffen hat oder Wichtigeres zu tun hat. Ausgerechnet dort, wo es im Finanzausschuss bei der europäischen Gesetzgebung um die Risikominimierung in den europäischen Banken ging, ausgerechnet da macht dann die AfD Subsidiaritätsrüge nach dem Motto, das geht Europa nichts an, wir wollen gar nicht in anderen Ländern entsprechend hier die Risiken entsprechend minimieren. Das ist ein wahres Kunststück, meine Damen und Herren. Die Kanzlerin hat bei ihrer Befragung klipp und klar das Prinzip Eigenverantwortung und Solidarität hervorgehoben. Und lassen Sie mich, inzwischen ist es ja alles kalkulierbar, zumindest heute, mit den entsprechenden Zeitungsartikeln, die immer zitiert werden. Ich habe sie dabei, kurz darauf eingehen. Die Rechtsgrundlage aus unserer Sicht ist klar, es muss national bleiben. Wir müssen bei der Weiterentwicklung als nationales Parlament und als nationale demokratische Kontrolle weiterhin dabei sein. Der Abbau der MPLs und so weiter hat die Kollegin Tillmann ja entsprechend dargelegt. Und Herr Haag-Werde, ich habe damit gerechnet, dass Sie den Herrn Weidmann zitieren werden. Und ich habe ja auch seine Pressemitteilung da. Und bis zu einem gewissen Teil ist ja auch Konsens zwischen Ihnen scheinbar. Bloß zum Schluss sagt er, vor der Schaffung einer Einlagensicherung müssten die daraus resultierenden staatlichen Ausfallrisiken in den Bankbilanzen ebenso verringert werden wie die notleidenden Kredite. Also er hat klipp und klar unsere Position als Union, klipp und klar die von Schäuble und klipp und klar des Finanzministers Scholz gesandt. Das ist die Voraussetzung, dass wir darüber reden. Wenn Sie jetzt nicken, nehme ich das freudig zur Kenntnis, weil teilweise habe ich in den Redebeiträgen andere. Aber ich nehme es einfach mit, Sie nicken und Sie sagen, das sind die Voraussetzungen, dass wir über eine Einlagensicherung reden. Und das ist der richtige Weg, dass erst abgebaut werden muss und dann der nächste Schritt gegangen werden muss. Und Herr Tonka, Sie haben ja wie so oft in dieser Woche die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zitiert und Ihre Wiedergabe, soweit ich es verstanden habe, war ja, da war eigentlich gar nichts zur Bankenunion drin, außer dieser eine Punkt. Vielleicht habe ich einen anderen Teil bekommen. Es war relativ viel drin. Und es ist ein Punkt, der mir hier völlig untergeht in der Diskussion. Die Kanzlerin hat hier, wie auch sonst, und unsere Position ist es auch, klipp und klar gesagt, der ESM muss zukünftig nicht nur bei langfristigen Krediten, sollte es zukünftig kurzfristige Kredite geben, auch bei kurzfristigen, sondern bei generell draufschauen, ob die Regeln des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes eingehalten werden. Und das ist ein wichtiger Beitrag, Herr Tonka, ist es ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der Finanzmärkte in Europa oder nicht? Also wenn es das ist, dann würde ich es auch gerne mal hier zitiert haben von Ihrer Seite, weil es ist ein wichtiger Beitrag der Unabhängigkeit von der Kommission, der Entpolitisierung der Regeln, das ist ein wichtiger Schritt. Und da würde ich mir wünschen, wenn in den Anträgen entsprechendes dann auch bei Ihnen auftaucht, dass man das will und in diese Richtung geht. Aber es ist zur Stabilisierung des Wirtschaftsraumes hier in diesem Bereich. Ja? Ja? Und darum wollten, also ich nehme jetzt Ihre Äußerung, dass Sie diesen Punkt der Kanzlerin ausdrücklich unterstützen. Darüber freuen wir uns, dann können wir ein Stück weit stärker vorangehen. Also wie Sie wissen ja, so langsam kriegen wir hier im Dialog das voran. Wichtig ist es, wie gesagt, dass wir hier die Ziele erreichen. Ich möchte noch ganz kurz auf die 8% eingehen, weil es mir wichtig ist. Die 8%, und das hat Frau König gesagt, sind zwar entsprechend festgeschrieben, aber wir müssen alles daran setzen, dass auf europäischer Ebene in den Mitgliedstaaten die 8% in diesem Sinne auch implementiert werden und eingehalten werden. Auch das ist erst möglich, und dann ist es erst möglich, den nächsten Schritt zu gehen. Und lassen Sie mich noch einmal sagen,
Finanzminister Scholz hat in der Tradition von Wolfgang Schäuble unsere volle Unterstützung. Und ich würde mich freuen, wenn alle hier im Deutschen Bundestag, insbesondere die, die mit ihm regelmäßig reden, ihn dabei unterstützen, so wie es die Unionsfraktion macht. Überbieten Sie uns noch dabei, dann wäre es noch besser. Besten Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Radwan. Als nächstes für die SPD-Fraktion der Kollege Lothar Binding.